Hallo, mein Name ist Natascha Taslimi und ich lehre und forsche an der Pädagogischen Hochschule Wien im Bereich Elementarbildung. Mein Name ist Ursula Mauritsch, ich bin Kollegin von Natascha und mein Arbeitsbereich ist Mehrsprachigkeitsdidaktik und Global Citizenship Education und spezifisch Demokratiepädagogik. Uns beide verbindet das Bildungsnetzwerk VoxMe. Im DIVA-Projekt geht es um gelebte Mehrsprachigkeit an Kindergärten und Schulen. Ursula, was verstehen wir unter Mehrsprachigkeit? Also für uns ist Mehrsprachigkeit ein wichtiger Aspekt, den wir unbedingt mitdenken müssen, wenn wir unsere Gesellschaft demokratisch weiterentwickeln wollen. Mehrsprachigkeit ist normal in unserer Gesellschaft und genau das versuchen wir im Bildungsnetzwerk VoxMe zu leben. Und wir? Das ist ein Netzwerk aus Kindergärten und Schulen, die sich vernetzen, um von und miteinander zu lernen. Und diese Erfahrung und Expertise bringen wir in unser DIVA-Modul ein. Worum geht es in diesem Modul? Es geht um Mehrsprachigkeit als Ressource, um die Reflexion der eigenen biografischen Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit. Und es geht darum, Bildungsangebote für Kindergärten und Schulen durch kollegiale Reflexion weiterzuentwickeln. Dabei unterstützen uns die vier VoxMe-Prinzipien. Allen Sprachen mit Wertschätzung begegnen. Vielfältige Gelegenheiten zu Sprache lernen und Sprachen lernen. Sprachen bewusste Bildung in allen Bereichen. Und die gezielte Nutzung von digitalen Medien. Was sind unsere besonderen Ziele im DIVA-Modul? Wir möchten Studierende dabei unterstützen, konkrete Bildungsangebote zu Mehrsprachigkeit für die eigene Praxis zu entwickeln. Wir fördern den Austausch mit Studierenden aus anderen Bildungssystemen, das gegenseitige Feedback. Wir geben den Sprachen der Studierenden einen Raum. Wir nutzen die sprachliche Vielfalt der Studierenden für den gesamten Lernprozess. Musik